Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Ich bin hier vor dem Afterlife und ich möchte mich mit Rogue treffen. Und zwar mache ich das für Johnny, weil Johnny und Rogue möchten mal wieder so richtig, ja, wie sage ich es, ohne dass YouTube mich hier direkt fertig macht, knattern. Ja, das ist irgendwie so, kann man sich was drunter vorstellen, aber vielleicht auch nicht. Und knattern ist jetzt auch nicht so etwas, was dem YouTube-Algorithmus hier auf den Knatter gehen würde. So, auf jeden Fall stehe ich komplett auf Rogue, also als Johnny. Und für mich gibt es auch nur Rogue, also es ist völlig klar. Jemand anderes käme für mich jetzt überhaupt nicht in Frage, weil ich meine, Rogue ist schon ziemlich heiß irgendwie. Und ja, also für mich, ich kann einfach nur sagen, Rogue forever. Ja, wollen wir auf jeden Fall mit ihr mal sprechen? Hey Rogue, bereit? Ah, du schon wieder. Ey, wollen wir? Ey, nicht rempeln. Ist Johnny doch ein Rückzieher gemacht? Ja, wir wollen jetzt schauen, was wir hier mit Rogue veranstalten können, um den Titel allerdümmster Lover in Night City auch wirklich zu verdienen. Du verschwendest meine Zeit. Ja, das fängt schon gut an. Wo ist Johnny? Doch ein Rückzieher. Nein, nein, nein. Nein, nein. Also, wir machen erstmal ein Kompliment. Ja, das ist nicht dumm. Das ist cool. Ja, ich finde, man sollte seiner Frau oder generell, wenn man ein Rendezvous hat oder wird das noch was? Eine Sozialakquirierung, wie man vielleicht im, weiß ich nicht, Vertrieb sagen würde. Ja, man muss irgendwie das Eis brechen. Und ich denke, das macht man mit. Du siehst. Wow. Ist das Johnnys Wow oder deins? Wann kommt er? Knickknack, ich bin der Chauffeur. Viele Erinnerungen in diesem Auto. Fahren wir. Was wäre eigentlich, wenn ich nur so tun würde, als wäre ich Johnny und tatsächlich bleibe ich bei V? Dann hätte ich eine nette Nacht vor mir vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, aber da fällt mir gerade ein, verdammt. Ich glaube, ich habe das Bügeleisen angelassen. Es ist einfach auch ein Genuss, das in der Hand zu halten. Okay. Also gucken wir gerade mal zu Hause. Rogue wird sicherlich warten. Oh, vielleicht auch nicht. Eine Nachricht von Rogue. Dann wollen wir doch mal schauen, was die Gute uns sagt. Das ist das letzte Mal, dass ich mich von Johnny Silverhand versetzen lasse. Oder war die Sache mit dem Kino von Anfang an nur ein Witz? Selten so gelacht. Ich hoffe, ihr zwei habt euch super auf meine Kosten amüsiert. Ich will von keinem von euch beiden je wieder was hören. Ja, und wir können jetzt natürlich antworten. Tut mir leid, Rogue. Ich konnte das einfach nicht machen. Oder du hast mir noch nicht mal die Gelegenheit gegeben, dir... Ich weiß nicht, was das hier überhaupt für Sätze sind. Jetzt sehen wir nämlich den ganzen Text hier. Tut mir leid, Rogue, ich konnte das einfach nicht machen, okay? Ich kann es nicht riskieren, Johnny ständig wieder ans Steuer zu lassen. Wenn ich dem den kleinen Finger gebe, nimmt er die ganze Hand. Tut mir echt leid. Und die zweite Antwort, du hast mir noch nicht mal die Gelegenheit gegeben, dir die Sache zu erklären. Aber gut, wie du willst, ich melde mich nicht wieder. Ja, genau, wir machen auf trotziges Kind und nehmen das hier. Eine Reaktion erfolgt dann allerdings nicht mehr von Rogue. Also, wir haben keine Chance mehr, das Herz von Rogue zu gewinnen. Und Johnny dankt uns die ganze Geschichte mit dem vermasselten Treffen damit, dass er in der Freundschaftswertung nicht steigt, wodurch wir keine Chance haben werden, das geheime Ende zu spielen. Also damit hätten wir es uns richtig versaut. Also empfehle ich dir, sich nicht so dumm anzustellen, wie ich das gerade getan habe. Wir haben uns jetzt mal ordentlich verhalten und sind mit Rogue zum Kino gefahren. Und jetzt werden wir hier die Pillen schlucken, um Johnny das Ruder zu überlassen. Viel Spaß, ihr Verrückten. Hast du dir den Abend so vorgestellt? Ich wusste immer, die Dinge müssten sich ändern, damit wir endlich ins Kino gehen. Dachte nur nicht, sie müssten sich so sehr ändern. Tun wir so, als wäre es 2015, ja? Alles ist neu. Und ich weiß noch nicht, was für ein Arsch du bist. Klar. Ich habe dich übrigens hergeschleppt, damit wir vögeln können. Wäre rein technisch möglich, weißt du? Es ist 2015. Wenn du nochmal anfangen könntest, was würdest du anders machen? Also, ich würde Carrie ficken. Was? Ich meine, er hätte es verdient.
hat immer so hart gebaggert. Scheiße, Johnny. Ich meinte das ernst. Hey, hey, was ist denn? Nichts. Es ist nur... Ich habe viel nachgedacht, während du weg warst. Was wäre, wenn... und so. Ich habe das Gefühl, du verschweigst mir was. Johnny, ich verschweige dir eine ganze Menge. Aber wir haben nur diese Nacht. Ich habe dir nicht viel zu bieten. Because I know, somewhere deep down in my heart, I still love you. Mach's gut, Johnny. Aber ich dachte, Knickknack und so weiter. Knattern. Schitte. Dann schlucke ich halt die Pillen. Und euch sage ich, vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut. Tja. Und das nächste Mal in Night City. Ich gehe jetzt kalt duschen. Tschüss.